Ups. Wie immer triumphiert das Gute über das Böse. Oder war es die Ordnung über das Chaos? Mach dich bereit zu sterben! Keine Lust, geh weg. Hoffen wir mal, dass es nur eine hartnäckige Entzündung ist. Naja, die besten Limos machen deine Zähne voll kaputt. Nicht gerade ein gutes Verkaufsargument, aber es gehört eben dazu. Der Giftkristall ist mächtig genug, um sämtliche Beißerchen zu zersetzen. Man wird sehen. Also wegen dem Hund, ob das jetzt an der, an was auch immer liegt. Diesmal scheint es ziemlich leicht zu sein. Schnapp dir einfach diesen Kristall. Es sollte jedenfalls nicht so sein, wie es gerade ist. Das ist alles. Halt dich fern, wer immer du auch bist. Das ist jetzt mein Schrein. Und der Kristall wird sich im Eingang richtig gut machen. Jetzt zieh Leine, wir müssen hier umdekorieren. Oh, verdammt! Zyklop? Jen? Wie ist der richtige Plural? Ja, ist ja auch egal. Sie haben jedenfalls den Giftkristall. Geh auf die Augen! Wie nennt man eine Gruppe von Zyklopen? Ich meine, man sagt ein Schwarm Vögel, eine Herde Vieh, vielleicht ein Blinzel? Ein Blinzelzyklop? Das geschieht dir recht. Eine große Gruppe Zyklopsen. Damit könnte ich leben. Ihr nichtsnutzigen Zyklopse, lasst dieses Aas hier einfach rumlaufen, während ich renoviere. Tut endlich was dagegen. Danke, Hawkey. Zyklopse? Das ist niemals richtig. Eine beeindruckende Sammlung. Aber wofür sollte ich mich entscheiden? Entschuldigung. Kein Pardon für den Feind. Na schön. Dann muss ich es wohl selbst in die Hand nehmen. Da, King. Was auch immer du da machst, es sieht tödlich aus. Aber ich kenne den König der Zyklopse. Zahnschmelzzersetzer, nichts fault schneller. Nein, klingt nicht sehr appetitlich. Geschafft! Wir haben alles für meine spritzt, wackelt und hat Luftlimo. Nein, das sah auf dem Papier besser aus. Komm zurück, dann legen wir los. Danke, Rio, fürs Folgen. Zurück. Fülle den Chat mit sinnvollen Fragen. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Welches Geschlecht hast du?
ein vernichtender Schlag. Das waren keine Fragen an dich. Gut gemacht. Ganz entspannt, du kannst auch hier inkognito sein. Ist dies meine letzte Haut? Ich werde dich töten, entbeinen und wie einen Poncho tragen. Da bist du ja! Folge mir zum Braualtar! Ich habe schon ein paar grundlegende magische Brauzutaten vermischt. Aber jetzt brauche ich die Kristalle, um der Limo Pep zu geben. Kapiert? Ach, egal. Nein, die Fragen gingen nicht an dich. Die gingen an niemanden. Das waren so allgemeine Fragen, die gestellt werden. Los, leg die Kristalle auf die Säulen! Ich gehe mal auf Abstand. Hat keine besonderen Gründe, abgesehen von meiner Sicherheit. Nichts macht die Limo kälter als Frost. Eis ist was für Loser. Auf, dass die Zähne brutzeln! Feuer entfacht das Geschmackserlebnis. Was zum? Oh nein! Töte es! Schnell! Das war klar. 2 Gold. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Wir haben 4 Elemente und brauchen noch ein weiteres Element. Dich selbst? Was wurde aus Corbin? Ist er zu dem geworden, was er herstellen wollte? Und so opferte sich der tapfere Limomischer Corbin für die Quest nach dem perfekten Sprudelgetränk und festigte sein Vermächtnis für immer. Nehmt dieses Geschenk als Andenken an ihn. Und was genau war jetzt das letzte Element? Es war Liebe, Valentine. Limo-Liebe. Oh, süß. Ja, wieso nicht? Du folgst mir sonst noch auf YouTube, bist aber heute mal durch Zufall hier. Ist doch nett, hallo. Und ich kann die Limo gar nicht mitnehmen. Wenn Schicksalsbringerin Schaden erleiden, während der Schutz voll ist, erscheint ein Hammer. Hämmer verfolgen Feinde in der Nähe, fügen ihnen Nahkampfschaden zu und stoßen sie zurück. Die Ladeverzögerung ist halt noch höher. Und die Ladegeschwindigkeit niedriger. Ich finde mein aktuelles Schild auch besser. War Corbin die Diva oder der Priesternovize bei fünftem Element? Der Taxifahrer Corbin Dallas. Ich habe überhaupt nicht die Anspielung auf das fünfte Element gesehen jetzt, aber es ist so gedacht, ja. Es ist wirklich die fünfte Element-Quest gewesen. Wir mussten gar nicht, Steine anpusten. Oh oh, der Weg ist versperrt. Ihr müsst euch durch die alten Katakomben kämpfen. Oh nein! Tina, bläst du die Kampagne gerade künstlich auf, damit wir hier bleiben und Bunkers and Badasses mit dir spielen? Überhaupt nicht. Die alten Katakomben sind sogar ein wichtiger Teil der Geschichte. Und wer lacht jetzt, Valentine? Na, ich! Ha! Sind sie nicht. Aber mir soll diese Gelegenheit nur recht sein. Mit all dieser Seelenenergie, die mich erfüllt, kann ich alle möglichen neuen Albträume erschaffen. Diese Stadt wurde von einer Zivilisation fortgeschrittener Zauberer errichtet. Sie nannten sich die Vatu.
Von hier aus habe ich unzählige dunkle Kampagnen gestartet. Doch die Stadt war schon vor meiner Ankunft lange tot. Die Watu wussten, was Seelenenergie war. Sie erschufen diese Stadt, um sie der Welt zu entziehen. Und so herrschten sie wie arrogante Götter auf Kosten aller anderen Lebewesen. Eigentlich echt toll, wenn sich das so ergibt. Ich spare mir den Rest der Erklärung, du weißt eh, wie es ausgeht. Die Warte und ihre Seelen wurden von den Arkanen-Mechanismen absorbiert, die sie selbst geschaffen hatten. Ein Klassiker. Das zeigt nur, dass niemand auf immer der Meister bleibt. Niedergestreckt durch das Licht. Wie ich es dir beigebracht habe. Aber wir nähern uns dem Ende anscheinend. Langsam aber sicher. Alles kein Problem. Wieso? Nach wie vielen Stunden circa kann ich dir jetzt nicht sagen. 25? Interessiert es dich, dass es schon vor dir Schicksalsbringer gab? Nö. Alles Helden ihrer eigenen Geschichte, aber ihrem Namenspatron wurden sie nie gerecht. Sie haben nur ihr Spiel gespielt und so getan, als ob. Denn genau das will sie. Das Abenteuer ruft! Irgendwo. Aber weiß ich nicht. Also, wie gesagt. Kann ja sein, dass es nochmal, eine Plotwendung gibt. Und das Spiel dadurch einfach doppelt so lang wird. Ist egal, meine Schilde sind stark genug. Sie existieren nur, um meine Wünsche zu erfüllen. Und wenn sie scheitern, mache ich mir hunderte neue. Weil sie entbehrlich sind. So wie du. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Bin ich entbehrlich. Deine kläglichen sterblichen Muskeln sind nichts gegen meine Magie. Diese Welt ist nichts für dich. Endlich begegnen wir uns. Du bist eine Plage, nicht wahr?
Mein Gott. Fällt gerade alles so innerlich in mich ein bisschen ab nach unten. Sie will, dass du denkst, du wärst was Besonderes. Einzigartig. Hast du überhaupt einen Namen, Schicksalsbringer? Hat ihn je einer ausgesprochen? Hat sie es? Genau, dachte ich mir. Ich brauche keinen Namen. Meine Taten sprechen für mich. Und folgt den Kabeln der seelenfressenden Mechanismen der alten Watu. Okay, Neuling. Auf zur Heldenhalle! Wohin soll ich mich wenden? Mördern? Sünden? Webbeln? Ach, warum habt ihr den Leuten nur drei andere Wörter gegeben? Stimmt gar nicht, drei Sätze, die sie so zwischendurch raushauen. Ist im Grunde aber nur ein riesiger, schnuckeliger Magielaser, mit dem ihr den Barrierezauber aufballern könnt, Baby. So gefällt mir das. Ist hier noch was versteckt? Ja. Das ist mal ein Glückswürfel. Hey, diese Typen da hängen bei unserem riesigen, schnuckligen Magielaser ab. Zeigen wir es ihnen. Kehre niemals zurück. Ich hab noch mehr auf Lager. Was auch immer du da machst, es sieht tödlich aus. Also weiter so. Hilfe. Dient der Verstärkung von Magie bis an ihre Grenzen. Wenn ihr es für eure Vertreibungsmagie nutzt, könnt ihr den größten Super-Duper-Vertreibungszauber aller Zeiten stärken. Dann brauchen wir ein paar Super-Duper-Vertreibungsbohnen. Und ihr findet sie ernstlich und der Belicht des Lasers. Ja. Ich suche immer noch Loot und Schätze. Hier muss ich eh nachher hin.
Ernstliche Rune, check. Greift an, meine Schergen. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Benutze ja einen super-duper Laser dann, um den Lord zu töten. Wie sollte es anders sein? Es muss auf jeden Fall epischer sein, als das Meer zu zerstören. Hoffentlich super duper aufgeladen. Nutzt die Aktivierungsrune. Lass uns das Ding abfeuern. Was kann epischer sein, als das Meer wegzusprengen? Einen super duper in Zauber zu machen. Bist du erstaunlich tödlich. Vergiss nicht, du hättest fliehen können. Das ist doch einfach nur ein... ein Vorhang. Warum kann man da nicht einfach durchgehen? Tina lässt uns eh hier nur rumlaufen. Wie so ein paar Bescheuerte. Sabu, komm an! Als der Staub sich legt, steht der Eingang der Heldenhalle endlich offen vor euch. Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich euch zwei liebe und echt gerne mit euch spiele. Oh, Tina, wir lieben dich auch. Dann, hasst ihr mich nicht? Oh, oh. Ach so, das war die Truhe. Sie ist zu Leben erwacht und hat mich angegriffen. Magie für Geld. Ja, man könnte mit einer Explosion das Meer einfach wiederholen. Ihr betretet die Heldenhalle, in der die größten Legenden der Wonderlands zur Ruhe gebettet wurden. Na, nicht alle. Wie sagt man so schön? Wir kommen nie zur Ruhe, was? Ihr hört ein bekanntes Wiehern und in euch keimt Hoffnung auf. Es ist wie ein Traum. Doch das ist nicht die Königin. Das ist ein Albtraum. Meine Königin! Wie kannst du so etwas Gutes und Reines verderben? Ich schütze die Natur! Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Tu mir doch nicht so viel weh. Wie wir es geübt haben.
Monstrosität erschaudert und stirbt. Verzeihung, Eure Majestät. Das ist echt schräg. Gib nicht mir die Schuld, sondern dem Dragonlord. Ja klar, gib mir die Schuld. Es könnte ja niemals sie sein, die gute Dinge zu Monstern verzehrt. Sie hat niemals Schuld. Aber ich weiß es besser. Ich zeige es dir. Warum ist der Loot auf eine Stelle gefallen von dem? Lies die Prophezeiung. Was für bezaubernde Lande! Ich vertraue mal darauf, dass in dem Raum mal nichts in der Ecke versteckt ist. Ach, es wird bestimmt so sein, dass da irgendwo ein Glücksding ist. Diese Schriftrollen waren keine Prophezeiung. Ich wollte dir zeigen, was sie mit mir gemacht hat. Was sie auch mit dir wieder tun wird. Okay, Tina. Das ist dein erstes Spiel, richtig? Naja, schon. Mit wem soll ich denn spielen? Alle, die ich kenne, sind tot. Wie heißt es? Bunkers and Badasses. Das ist ein Fantasy-Spiel. Ein Ort, an dem du ein Held sein kannst. Wo deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Oh, sich was vorstellen ist meine absolute Stärke. Ich habe ein ganzes Wunderland hier oben. Das ist perfekt. Aber erst müssen wir einen Charakter erstellen. Erzähl mir von deinem Schicksalsbringer. Die Geschichte des Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voller Feuer und Träumen voller Drachen und Magie. Er ist der coolste, stärkste Held. Jeder will sein Freund sein. Der Drachenritter. Drachenritter? Yeah, gefällt mir. Danke. Hey, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist echt cool, ein Spiel mit einem Freund zu spielen, weil ich hatte noch nie einen. Nun, dann suchen wir uns noch mehr. Tina, ich will, dass das ein Abenteuer wird, das du nie vergisst. Es fühlt sich an, als wäre etwas vor langer Zeit Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Du erreichst die innere Kammer der Obsidian-Hasskathedrale. Das Seelenschwert steckt vor dir. Das ist eine wichtige Entscheidung. Also? Er nimmt es und macht alle Schurken überall fertig! Bist du sicher? Oh ja, ich mache es! Okay. Aber das macht deinen Charakter böse. Was? Nein, der Drachenritter ist nicht böse. Er ist ein Held. Er ist der Schicksalsbringer. Er hat gerade Tausende von Leuten getötet. Findest du nicht, dass das böse ist? Das ist nicht böse. Das ist doof. Ich spiele nicht mehr mit. Oder ich bin der Bunkermaster und sorge dafür, dass nur Legenden siegen. Tina, stopp. Der Schicksalsbringer ist allein. Verlassen wegen eines Verbrechens, das er nie gewählt hatte. Er hatte niemals wählen dürfen. Er beginnt, selbst zu denken. Kein Schicksal, keine Würfel, keine Master mehr. Ich träume von Drachen und Magie. Ich erwache, mein Herz voller Feuer, mit einem Zweck: Wiederauferstehung. Ich bin wiedergeboren als der Dragon Lord! Glaubst du immer noch, dass es eine Wahl gibt, Schicksalsbringer? Es gibt immer eine Möglichkeit, das Böse abzuwehren. Ich hatte gehofft, du erkennst die Wahrheit. Ich bin nicht böse. Sie schreibt mich nur. Ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gedrückt. Und? Dann komm! Wenn du drauf bestehst, ein Held zu sein, gibt es nur eine Art, wie das hier endet. Es gibt nur noch eine Sache zu tun! Bestimmt.
Pyramide, besiegt den Dragon Lord und holt das Seelenschwert zurück. Okay. Eigentlich drei Sachen. Mach schon! Mach ihn platt, Neuling! Du schaffst das! Du bist immerhin der Schicksalsbringer!